Mitte der 70er Jahre gaben sich Russen und Amerikaner im All die Hand. Auftakt zu einer Zusammenarbeit, die sich bis heute verstärkt hat. Das Verbindende der Raumfahrt will der neue ESA-Chef auch künftig bewahren. Ich sehe ganz stark die Notwendigkeit, dass Raumfahrt genutzt wird für die internationale Zusammenarbeit. Das betrifft nicht nur Russland, das betrifft alle Länder dieser Erde. Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass man jetzt nicht versucht, über irgendwelche Boykotterklärungen auf der einen oder auf der anderen Seite die Raumfahrt in Frage zu stellen. Raumfahrt sollte auch in Krisenzeiten das verbindende Element sein, wie die allgemeine Wissenschaft auch. Die Raumfahrt hat mich seit meiner frühen Kindheit immer wieder verfolgt und ich habe die Raumfahrt verfolgt. Ich glaube, was den Menschen innewohnt, diese Neugier, die wir alle haben, die ist halt bei mir ganz speziell auf den Bereich Technik und Naturwissenschaften ausgerichtet. Mein Vater hat mir über den Sputnik damals erzählt, da war ich 3 Jahre alt und das hat mich schon sehr beeindruckt. Er hat mir auch den Sputnik gezeigt, obwohl man ihn gar nicht sehen konnte, aber er hat mir das so eindringlich gezeigt, dass ich geglaubt habe, ich würde ihn sehen. Wir sind heute in einer neuen Phase, in einer komplett veränderten Phase der Raumfahrt. Internationale Kooperation ist ein wichtiger Wert. Die ESA hat im Moment 22 Mitgliedstaaten plus Kanada. Deshalb wissen wir in der ESA, was internationale Arbeit bedeutet. Und deshalb ist die ESA auch ein idealer Vermittler oder wie auch immer Sie es benennen, zwischen den verschiedenen Lagern im Osten und im Westen. Als Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hat der gelernte Bauingenieur das Netzwerken und Ausgleichen von Interessen 8 Jahre lang praktiziert. Wertvolle Erfahrungen für die künftige Arbeit bei der ESA. Und er hat Raumfahrtgeschichte hautnah miterlebt. Wie das Aufwachen der Raumsonde Rosetta aus ihrem langen Winterschlaf und die aufregende Landung des Forschungsroboters Philae auf dem Kometen Tschuri. Das sind einfach Momente, die sind so begeisternd, wie die erste Mondlandung, wie Juri Gagarin im Weltraum. Also es gibt immer wieder diese Höhepunkte und dazu gehört sicherlich die Rosetta-Geschichte nun auch voll und ganz dazu. Wir haben mittlerweile eine Position erarbeitet, das heißt Deutschland wie auch Europa, die in der Welt zur Anerkennung führt. Und diese Anerkennung sollten wir jetzt nutzen, um wirklich globale Raumfahrtprojekte voranzutreiben. Ich habe einfach als erste Idee eine Mission ins Spiel gebracht, auf der Rückseite des Mondes eine permanente Station aufzubauen. Dort können Forscher und Ingenieure sich vorbereiten auf den weiteren Vorstoß der Menschheit ins All. Die Mondstation ist als globales Projekt gedacht. Offen für alle Länder, die Raumfahrt machen. Ich glaube, solch ein Projekt hilft uns in der Zukunft noch mehr, die Raumfahrt als eine Chance zu nutzen, um Brücken über irdische Probleme hinweg zu realisieren.